Willkommen, liebe Zuschauer. Nach dem Rosenkrieg zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt war es um die beiden still geworden. Aber Angelina bricht jetzt ihr Schweigen. In einem Interview erzählt sie, wie sehr sie die Trennung immer noch mitnimmt und dass sie körperliche und psychische Probleme hatte. Gleich bei uns Charles Spencer, der jüngere Bruder von Prinzessin Diana, spricht über die Beerdigung. Er kritisiert, dass die Kinder William und Harry damals hinter dem Sarg herlaufen mussten. In 90 Sekunden geht's weiter. Willkommen zurück. Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana 56 Jahre alt geworden und Ende August jährt sich ihr Todestag zum 20. Mal. Aus diesem traurigen Anlass hat Dianas Bruder Charles Spencer ein Radiointerview gegeben. Er erhebt schwere Vorwürfe. Rihanna trägt ja meistens eher zu wenig als zu viel Stoff. Jetzt aber war sie von oben bis unten eingepackt. Sie hatte einen Termin im Élysée-Palast und wollte wohl richtig angezogen daherkommen. Ob das geklappt hat, darüber kann man sich streiten. Und hier kommen weitere Nachrichten von den Promis. Bitteschön. Alice Cooper, er sieht immer noch so aus wie früher. Nach 6 Jahren erscheint morgen ein neues Album. Mit ihm kann man ja alles Mögliche verbinden. Schockrock und Drogen, große Hits und tiefe Krisen. Aber durchschnittlich oder total normal ist er bestimmt nicht. Er selbst sieht das allerdings anders. Für alle Freunde deutscher Comedy, Mitte August ist es soweit, Bully Parade, der Film, kommt in die Kinos. Michael Bully Herbig hat mit der Schuh des Manitou ja Filmgeschichte geschrieben und wir sind sehr gespannt, was er sich dieses Mal ausgedacht hat. Damit das Warten nicht so lange dauert, meine Kollegin Christiane hat diese drei hier getroffen. Ja. Mal schauen, wie einig sie sich heute Abend sind. Da treten die drei nämlich in der Quizshow. Da kommst du nie drauf mit Johannes B. Kerner auf, heute um 20.15 Uhr. Ihnen einen gut gelaunten Abend und bis morgen. Tschüss.